Was machen wir jetzt? Ich hätte hier ein Stufe 5. Das. Nein, das mache ich nicht. Moment mal, nach Stress sortieren. Haben wir irgendjemanden, der viel Stress hat? Ram hat 66 Stress. Den würde ich dann erstmal in die Stressheilanstalt schicken. Ruhig, verlangen nach Alkohol. Ne, dann gehst du auf jeden Fall schon mal nicht ins Alkohol. Nicht alkoholisieren. Dann gehst beten. 64, bekannter Betrüger. Dann gehst du mal meditieren, Lüdi, du Betrügerin. So. Noch ein Boss. Weiß ich nicht, ob ich das schon kann. Da brauche ich die Stufe. Gute Stufe 2er. Unheilvoll Fleischkreatur. Lauter Prophet. Nur Wegelagerer. Plus Nahkampffähigkeiten. Chance auf Blutenfähigkeit. Minus Geschwindigkeit. Brauche ich aber 3er oder 4er. Weiß nicht, ob ich das so funktionieren könnte. Könnte vielleicht sogar klappen. Muss ich nochmal kurz gucken. Aktivität sortieren. Gilde. Das würde ich wahrscheinlich mal machen. Niederstrecken. Und betäuben ist vielleicht noch ganz wichtig. Und das zumindest mal ein bisschen hochnehmen. Na, Flacker, du bist eigentlich so der Schadenmacher. Knuffi hat schon. Kuppi. Dem könnte ich einen besseren Mantel geben. Pete ist schon. Kann ich dir auch noch eine Verbesserung geben? Und ich verbessere immer noch die Heilung, weil sie ist ja auch ein Hauptheiler. Ja. Der Rest muss für die Ausrüstung herhalten. Weil ich muss alle Raumkämpfe abschließen. Oder 90% aller Räume. Nee, ich wollte das ja. Also Versuch war strapaziös. So. 10. 12. 2 Schlüssel. Wo gehe ich jetzt hin? Ich habe überhaupt kein Gift. Wir sind die Meereshöhlen und ich gehe ohne Gift rein. Vielleicht sollte ich lieber den Wald nehmen. In der Position 1, Handschuhe des Raufputz. Das ist natürlich besser. So, trotzdem 10 Fackeln. 12 mal Essen, 2 Schaufeln. 2 davon. Und noch ein Weihwasser aufbrechen. Ach nee, im Wald. Im Wald brauche ich doch eher Gegengift. Da sind doch die ganzen Giftviecher unterwegs. So, infizierter Leichnam. Kuriosität, Kuriosität. Das kann natürlich jetzt immer die Kuriositäten sein. Herzlichen Glückwunsch. Kostbarkeiten verborgen. Gold. Mitnehmen. Wieder erkunden. Oh, leider keine kritische Erkundenerfolg. Versteckte Erbstücke. Nehmen. Klick. Klick. Überrascht. Komm mal vor, Junge. Oh, schade. Na gut. Halt allen erstmal entgeben. Und beide weichen aus. Hat ja viel gebracht, ne? Singular Strike. Kritische 26er hier erstmal. Alter. Was?
onslaught. Destroy them all. Bam. Einen nach anderen jetzt hier über den Haufen. Gegen sowas braucht man eher einen AOE hier, glaube ich. Komm mal vor, Junge. Zick. Guck, ich darf mal wieder ein bisschen mitkämpfen, da geht's hier wieder direkt rund. What? Und eine Hexe. Eine zähe Vettel. Das ist so eine Mini-Hexe. Tja, bluten. Prozent Bewegungswiderstand. Leute buffen! Reizen, gib ihm. Fluch der Verletzlichkeit. Au! Minus außer minus Prezi. Aber er hat so Fleisch was anderes. Und trifft zum Glück nicht. Sehr gut. Die ist aber schnell wieder dran. Quatsch. Kann ich auch sowas hier umarmen, die Dunkelheit? Würde ich ihn heulen? Ach, der mit seinem blöden Stress heulen. Das ist immer ekelhaft. 6 Schaden kriegt er noch. Alter, ernsthaft? Was geht denn jetzt ab? Okay, doch. Ist schon, wenn er dran ist. Ausgewichen. Jetzt weicht die alle aus, ey. Auch mal die Dunkelheit. Tot. Hallo, Mütterchen. Confidence surges as the enemy crumbles. Blutige Würfe, nur nah, gewöhnlich. Plus ein Unfug gegen Bluten. Nein! Zum Henker damit. Der nicht. Und nochmal Gift. Also, wir werden wahrscheinlich auch nicht mehr widersetzen. Zumindest einer noch. Ein HP, ehrlich. Meine Adern brennen! As the fiend falls, a faint hope blossoms. Syphilis. Syphilis ist richtig scheiße. Die macht nur Minus. Jetzt ist auf jeden Fall tot, wenn er nicht drankommt. Aber du musst ihn noch selber heilen. Kotzen. Sehr gut. Selber. Und mit dem, wie viel sind das? 250, also 500 Gold. Okay, da müssen wir zum Glück nicht viel machen, außer hier. Klack. Offizielle Leichnam wurde geläutert. So, sehr gut. Weiterlaufen. Und wieder ein Giftkampf. Heilung. Mitbluten. Nee, Heilung mitbluten ist scheiße. Die halten echt viel aus, diese Pilzmonster. Das ist krass. Dann kommt ein Crit. Und null. Und ne Nullerrunde. Ne Nullerrunde, das war wichtig. Das musste jetzt sein. Masterfully executed. Diese Reihe wird standhalten. Sechs bis zehn. Devastating blow. Du bist unterlegen.
16, geh doch. Ein bisschen Heilung. Oh, ich glaube, Weiber ist aber ziemlich dumm hier. Ja, einen Raum würde ich gerne noch machen, bevor ich hier irgendwie... Ruste. Sieht der glitzernde Münzen? Hä? Hä? Ja, ne. Oder ein glitzernder Knopf oder sowas. 78 muss reichen für den Kampf. Ach, zwei von den Viechern, die halten so viel aus. Sie halten so viel aus. Muss ich die EP wieder hochheilen? Jetzt bullt er auch noch. Geil. Immer Tastenschlag. Wenn er jetzt noch mehr Gift kriegt, ey. Ja, Gift auch. Yo. 4, 6 Schaden pro Runde. Meine Güte. So, jetzt gehen wir in den nächsten Raum, der leer ist, hoffentlich. Und dann... schlafen wir erstmal eine Runde. Würde ich sagen. A spark without kindling is a goal without hope. Ich brauche nochmal später erst die Klingelschnur. Ich lausche, damit uns niemand überraschen kann. Nur selbst plus Prezi, plus Schaden, plus Crit. Das würde ich nochmal machen. Das ist in Bewegung zu bleiben. Sieht übel aus, aber wir haben hier nichts zu befürchten. Wir können nichts daran ändern. Uns ist das Holz ausgegangen. Hier zu jagen scheint sinnlos, das Wild ist sicherlich ungenießbar. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear.